Diese Episode wird präsentiert von Werbeagentur Pixelfish, die Full-Service-Werbeagentur, wenn es um Logo, Marke, Betreuung im Internet und vieles mehr geht. Hier auf Mallorca in Palma. Das heißt, du hast das für die Medien dann quasi hast gesagt, durch Bäckerfinker bekomme ich Publicity. Aber ich habe nicht gedacht, dass die ganze Welt sich für Boris Becker interessiert. Und wir können eine Demonstration von Frieden auf dieser Insel machen. Ich kann mich an etliche meiner Tode erinnern. Wusstest du, dass wenn man Kindern Extremitäten amputiert? Dass sie nachwachsen, wie bei den Eidechsen. Ach Quatsch. Nein. Jetzt hört mal auf mit Kriegmann. Nein, das ist eine Forderung. Ihr zeigt allen einfach nur, was für Arschgeigen ihr seid, sonst gar nichts. Bauchi liebt alle Menschen. Aber du hast ihn ein bisschen gehört. Aber halt eben ihn. Und nicht den Jens Büchner, den alle aus dem Fernsehen kennen. Lass uns was machen, wo wir unseren Kindern sagen können, ey, wir waren dabei. Zu essen haben, ein bisschen was zu trinken haben, Schlafplatz und den Weltfrieden erretten sozusagen. Das ist deine Mission. Nö. Liebe Freunde, wir sind hier mit dem letzten Monat bekannt geworden, Jesus Bruder Bauchi. Sag mal erstmal, Jesus Bruder. Erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sag mal, wie soll ich dich nennen? Bauchi? Bauchi. Jesus? Bauchi. Die meisten, nee, also das mit Jesus war hier, als ich nach Mallorca kam. Wirklich mal so, dass die mich dann hier alle Jesus genannt haben, weil ich das auch, da hatte ich noch Jesus Urlauber im Facebook stehen. Irgendwann haben die mich genötigt, meinen bürgerlichen Namen. Warum Jesus? Na, weil er mich seinen Bruder genannt hat. In der Bibel, ich hab's gelesen. Okay. Also ich würde, also das heißt, als alle seine Bruder, Zuhörer, alle, die an ihn interessiert waren, du wurden von ihm selber als Bruder oder Schwester angesprochen. Den Namen Bauchi hatte ich vorher wegen dem Bauch schon weg, wegen dem dicken Bauch. Also bist du ich war froh, dass nicht Plauzi hieß oder Plauzi. So. Plauzi. Aber da sagte dann irgendwann ein Freund, so in der Phase, wo mir das dann alles klar wurde, sagte er, Bauchi, du heißt überhaupt nicht Bauchi wegen deinem dicken Bauch, sondern weil du auf dein Bauchgefühl hören musst. Wie kamst du eigentlich auf die Insel? Du hast gesagt, du bist dem Bauchgefühl gefolgt und dann bist du quasi... Ja, das gesagt, hat mich quasi auch hierher gebracht. So Einkaufs- wo kommst du her? Ganz kurz. Aufgewachsen bin ich in Düren zwischen Köln und Aachen. Ja. Und bin dann 2009 da weg, quasi aus der Wohnung raus, habe angefangen auf der Straße zu leben, obwohl man das, also ich habe... Du warst auch dachlos. Nein, eben nie. Also ich musste nie unter der Brücke schlafen. Ich habe auch nie da gesessen und gebettelt in der Fußgängerzone. Ich hatte nur keinen festen Wohnsitz. Okay. Und dann habe ich seit 2010 im Wohnmobil gelebt. Und bist also Wohnmobil auch auf der Straße gelebt, aber nicht obdachlos. Ja, klar. Fahrendes Volk. Ja, genau. Und bist du dann nach Mallorca gefahren mit dem Wohnmobil? Ja. Und 27. August 2013 bin ich erstmal auf Mallorca. Mhm. Dann habe ich ein Buch geschrieben, 2020, Die neue Erde, was halt eben für mich dann nochmal ein Grund war, nochmal nach Deutschland und Österreich zu gehen, um das zu promoten. Okay, ne? Promotion. Und, ja, genau. Aber weiterhin, wie soll ich sagen, frei von jeglicher, also nirgendwo irgendwo gemeldet oder sonst was, nichts. Mm-mm. Keine Krankenversicherung? Nein. Keine Steuernummer? Nein. Wie hast du dein Auto angemeldet? Das ist immer, läuft über das Netzwerk quasi. So, ja, wenn ich Netzwerk. Entweder habe ich jemanden, über den ich das machen kann, der das auch gerne macht, weil er weiß, was er davon hat, dass er das macht. Und wenn du zum Arzt gehen musst, was machst du da? Bart sein. Ja. Aber das habe ich bis jetzt auch nie gemusst. Und wenn du deinen Ausweis, ich meine, irgendwo gehst du, ich meine, Mallorca ist eine Insel, wenn man ich da runterkommt. Ich habe einen Reisepass. Ah, okay, der ist noch gültig. Nee, doch. Der ist gültig, weil ich den Anfang letztes Jahr erst besorgt habe. Also ich habe 2009 meinen Personalausweis zerschnitten, weil ich gesagt habe, das ist eine Clubkarte von einem Club, dem ich nicht mehr angehören möchte. Aber Reisepass hast du noch. Den habe ich dann irgendwann, habe ich mir den halt Anfang letztes Jahr, bevor ich wieder nach Mallorca zurückgekommen bin, habe ich mir den noch ausstellen lassen, damit ich Flugtickets kaufen kann. Ja.
Aber Handy hast du, ne? Wie Handy habe ich auch mit Prepaid, wo ich für 25 Euro 20 Gigs schnelles Internet bekomme. Und wenn die leer sind, kann ich wieder aufladen. Das läuft über PayPal. Ja. Du wohnst, gerade wohnst du auf dem Boot. Aber auch nicht auf dem Wasser. Gell? Nee. Was hat das da auf sich? Das hat auf sich, dass ich halt eigentlich schon sehr lange eine Weltreise machen möchte. Und zwar möchte ich die Welt umsegeln und dazu brauche ich nochmal ein Segelboot. Das hätte ich jetzt natürlich auch schon längst machen können, indem ich einfach hier Hand gegen Koje oder so irgendwo anheuern können. Aber ich habe da halt eben bestimmte Vorstellungen, was ich damit machen möchte und so. Ja, aber das Boot, das steht auf einem Grundstück? Ja, da stehen ein paar Boote auf dem Grundstück und eins davon hätte ich eigentlich gerne gehabt und sollte es auch bekommen. Hat sich jetzt aber erledigt, weil das nicht alles so war, wie wir das gedacht haben. Und auf dem anderen Boot konnte ich so lange leben. Wem das Boot wirklich jetzt gehört, weiß ich selber gar nicht. Also weil ich die Leute nicht kenne. Es gehört nicht mir. Deswegen, ne, ich hätte es jetzt kaufen müssen. Nö. Hast du nicht besetzt? Quatsch. Also ich auf dem einen sitze ich, weil er gesagt hat, dass ich mich da hinsetzen kann, damit ich das andere reparieren kann. So, und dann habe ich da auch mit angefangen, habe es auch erstmal wieder dicht gemacht und bla bla. Und dann hätte ich es jetzt sofort kaufen müssen. Und wenn ich, das konnte ich jetzt gerade nicht. Ist aber komplett, ist das für mich ein Wohnmobil. Ja, genau, das ist halt wie ein Wohnmobil, nur dass es nicht mobil ist und es ist wie ein Baumhaus. Ich muss dann mit der Leiter hochklettern. Ich fühle mich zwischendurch einfach so ein bisschen wie Peter Lustig. Ja. hat eine Toilette und alles komplett? Ja, es ist eine Casita daneben, wo ich schon eine Toilette benutzen kann, dann ist es okay. Absolut Mallorca. Du hast aber auch eine Geschichte von Hausbesetzung, aber jetzt nicht so, wie man sie kennt, wie jetzt letzten Winter, wo die Zigeuner oder die Gitanos da in... Man wirkt friedlich. Ja, dieses Politische halt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen immer mit der Vorausschau auf oder mit einem Besitzanspruch. Das, was die Hausbesetzer-Szene bisher für mich dann irgendwann einfach unattraktiv gemacht hat, war, dass es halt bei den Hausbesetzungen eigentlich auch immer nur darum ging, vom Hausbesetzer zum Hausbesitzer zu werden. Mhm. Geht ja dann immer um, ja, die Gesetze, bla bla bla, und wann man darf und bla, und wann du dann da bleiben darfst. Und darum geht's den meisten. Mir ging's irgendwann gar nicht mehr darum, weil ich ja eh so ein freier Vogel bin, ne, und nichts für sesshaft und fest brauche, einfach was für die nächste Nacht zu haben. Und dann kam die Idee auf, hier gerade auf Mallorca, weil hier so viele Gebäude eigentlich zu Lost Places werden, die genau daran zu hindern, indem man da halt reingeht und die anfängt zu beleben, hatten wir halt zwischendurch sogar Aufträge. Den Winter 2014 waren wir in einer Wohnung oder in einem Apartment, wo uns die Besitzerin sogar noch zwei Ladungen Brennholz vorbeigebracht hat, weil sie dankbar war, dass wir da drin waren, hat gesagt, mach mir bitte einfach nur den Ofen an, dann brauche ich mich nächstes Jahr auch nicht um die Schimmel zu kümmern. Du bist da reingegangen, ohne Schlüssel nehme ich an? Und ich breche nicht ein. Sondern? Wie kommst du ins Haus? Entweder ist offen oder nicht. Wenn es, also, aber ich breche nicht ein. Wie viele offene Türen findest du denn so vor? Viele. Ehrlich? Weil in den meisten leerstehenden Häusern meistens schon irgendjemand drin war. Ach so. Aber das ist ein... Also auch auf der Bäckerfinka, wo wir dann ja jetzt dann... Da war alles offen. Mhm. Aber... Du fragst die Besitzer nicht, du gehst da rein, einfach. Nee, nicht grundsätzlich. Also ich habe auch teilweise kommen Besitzer auf mich zu. Und bitten mich, ne, wie jetzt zum Beispiel. Mach mal Katzensitting oder Hundesitting. Ja, genau. Jetzt, also vom 23. November an bis Ende Dezember habe ich einen Auftrag bei einer Freundin, die für die Zeit nach Deutschland geht, um auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Und ich passe derweil auf Casita und Hunde auf. Ah, cool, ja.
Ja, das ist dann so eine Win-Win-Situation. Ich habe ein Zuhause für die Zeit, brauche mir da keine Gedanken drüber zu machen, brauche da keinen geregelten 8-Stunden-Job mit Knebelvertrag und 3 Monaten Kündigungsfrist für, damit ich heute Nacht einen Schlafplatz habe. Mhm. Und das ist irgendwann für mich, ne, ich habe angefangen, einfach immer mehr im Moment zu leben. Und wenn du im Moment lebst und dich auf deinen wirklichen physischen Bedarf mal wieder zurückkonzentrieren kannst, was brauche ich eigentlich am Tag? Da ist was zu essen, da ist was zu trinken und da ist ein Schlafplatz. Mhm. Da brauche ich keine 8 Stunden für. Da brauche ich bei weitem keine 8 Stunden für, um dafür zu sorgen, dass ich heute nicht verhungern, nicht verdurst und auch einen erholsamen Schlafplatz habe. Mhm. Und wenn du dann da so reinmarschierst, weil es offen ist, so wie bei Boris Becker, dann renovierst du sogar. Ja, ja. Ich mache dann halt ein schönes, ne, da wo ich bin, da habe ich es halt auch gerne gemütlich. Und das macht ja dann auch wirklich Spaß, dann da, wo man ist, da dann halt auch wieder schön sauber zu machen. Und dann kommen die Besitzer, stellen irgendwann fest, ach guck, die Tür war offen, da ist jetzt jemand drin, sage ich mal Hallo, und dann ist ja noch ein ganz netter, dann bringe ich den noch Brennholz vorbei. Oder sie sagen, nee, wollen wir nicht haben, geht bitte weg. Und dann, so, alles klar, wunderbar, wir haben das, dann das gemacht, guckst dir an, nur dass du siehst, dass wir nichts kaputt gemacht haben. Vielleicht überlegt das sich ja dann nochmal, und wenn nicht, hatten wir auch schon, dann ab zum nächsten. Mhm. Und wie searcht man, sucht man nach solchen Objekten? Du scoutest quasi beiläufig, wenn du auf der Insel unterwegs bist, dann fallen die irgendwann ins Auge. Mhm. Du kriegst ja auch ein Auge dafür, ne? Wann du siehst, auf dem Grundstück ist jetzt 3 Jahre Minimum keiner mehr gewesen. Das kannst du an den Pflanzen ablesen. Mhm. Du kannst sehen, und teilweise liegst du dann, ne, wenn du dann drin bist, siehst du da zum Beispiel noch eine Zeitung rumliegen, dann siehst du ganz genau, wann das letzte da. Aber es ist ja schon so, dass viele Leute jetzt Besitzer, dass es ist ja schon, du hast diese Einstellung nicht über Besitz, das ist ganz klar so, das ist da denkst du anders und auch viele andere denken da anders, aber du musst ja schon davon ausgehen, dass der Besitzer von dem Grundstück oder von dem Haus, dass der sagt, hey, das ist meins. Das muss man dann auch schon auch respektieren. Ja, ja. Ne, das aber dann hat er wenigstens mal die Wahl, drüber nachzudenken, ob er es weiter verwahrlosen lassen muss oder vielleicht doch irgendwann darauf zurückkommt, dass er, wenn er es nicht verkauft bekommt und nicht vermietet bekommt, aber dann halt stattdessen einen Obdachlosen da reinlässt. Denn nicht alle, die auf der Straße landen heute, sind irgendwelche asozialen Penner. Das sind Leute, die, keine Ahnung, seit Jahren 3 Ausbildungen haben, aber keinen Job bekommen und ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, weil das heute alles irgendwie so wahnsinnig preislich explodiert. Und da braucht man, das ist ein gängiges Thema hier, hier landen immer mehr Leute auf der Straße. Hm. Und im Prinzip sehe ich mich in solchen Fällen eigentlich einfach nur wie einen Mieter, der in dem Moment aber seine Miete durch hausmeisterliche Tätigkeiten, so kann man es beschreiben, ableistet und das halt eben nicht mit einem Mietvertrag, sondern so lange, wie das Sinn macht. Aber wäre das nicht respektvoller, wenn man sieht, okay, hier ist ein Grundstück, das schon seit 5 Jahren, da hat ja niemand gewohnt, und dann den Besitz, und dann den Besitzer ausfindig machen und erstmal fragen? Ja. Das wäre doch besser, oder? Ja, wenn es denn möglich ist. Ja. Aber oftmals ist das gar nicht mehr. Also es gibt, ich weiß von Häusern, wo die Behörden seit 10 Jahren nach den Besitzern suchen und die nicht ausfindig zu machen sind. Okay. Absolut Mallorca. Absolut Mallorca. Wie lief das denn damals ab mit der Bäckerfinca? Erzähl mal, wie bist du da reingekommen? Wie bist du da drauf gekommen? Einfach reingelaufen. Letztendlich dadurch, dass die Mallorca-Zeitung ein Interview übers IHR schon mit mir gebracht hatte. IHR ist? Das Intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando, in dessen Rahmen wir das ja gemacht haben. Ja. Und ne, das Ganze war halt für mich angedacht als eine Werbeaktion, halt eben für The World Becomes One. Das war für mich schon, also wie gesagt, das läuft halt schon eine ganze Weile. Ja. Und das heißt, du hast das für die Medien dann quasi, hast du gesagt, durch Bäckerfinca bekomme ich Publicity. Ich habe
Ich war mir nicht bewusst, dass es so viel Publicity werden würde. Das war ja richtig. Das hat richtig Wellen geschlagen. Also es hat, ich war mir klar, dass wir es wahrscheinlich, also dass die Medien diesmal nicht um uns rumkommen. Mhm. Hast du sie aufmerksam gemacht darauf? Ja. Ich habe erst bin ich mit der Steffi da hoch, dann haben wir da erstmal so ein bisschen für einen optischen Unterschied gesorgt und dann habe ich gepfiffen. Was heißt optischer Unterschied? Also erstmal anfangen sauber zu machen mit den Mitteln, die wir hatten, was erstmal ein Besen und ein bisschen Putzzeug war. Und die war auch für die Finca, ne? Ja, ja. Und wie hast du. Da waren vorher schon Leute drin. Da ist ja auch schon alles rausgerissen gewesen und alles. Ah, also offen. Da standen keine Möbel mehr drin und gar nichts. Mhm. Offen heißt, also irgendwo, ich kenne die Finca nicht, aber es gibt ein Eingangstor und das stand schon offen. Mhm. Und die Finca selbst war auch unverschlossen, nicht zugleich. Da waren Leute vorher. Da stand ein Pflock hinten hinter, damit es nicht aufgeht. Mhm. Weil da ja halt noch 7 Ziegen und 2 Pferde drauf waren, die ansonsten halt dann auch da, wahrscheinlich, schätze ich mal. Weil die waren ja ganz gut unterwegs, ne? Die waren ja auf dem ganzen Grundstück da, immer überall. Wie ging es denn? Den Tieren gut? Den Ziegen ging es gut, den Pferden nicht so. Da mussten wir dann echt erstmal gucken. Das war da irgendwie ein bisschen, also die mussten erstmal die Hufe geschnitten bekommen und bla bla. Und dann war das schon so lange überfällig, dass da halt eben schon irgendwie Fehlstellungen bei denen, also im Laufen und so, merktest du schon, dass denen das wehtat und sowas alles. Der Besitzer von der Finca ist ja nicht mehr Bäcker gewesen. Nee. Das ist ja irgendjemand anderes. Ist nicht ermittelbar gewesen. Ja. Also das heißt quasi, du hast das Promotion-Zwecken und dann hast du die Seite da rein. Habt einen Tipp bekommen, dass die leer steht von irgendjemand. Genau. Und dann seid ihr dahin und dann hast du das sauber gemacht und hast erstmal die Presse angerufen, damit du die Promotion für dein Projekt bekommst. Genau. Ne? Und dann die kam sofort Bild. Bild kam sofort und dann sind halt, also wir haben das, ich habe halt das wirklich über meinen Mediator gemacht, der da halt eben, wo ich gesagt habe: so, lass mich hier auf mein Ding konzentrieren. Und regel du den Pressekram, so, ne? Und dann hatte ich dann halt auch erst so halt noch zurück, so, Füße stillhalten, bis wir soweit sind. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt kannst du. Und dann kam halt die Bild-Zeitung. Fernsehen? Das Fernsehen kam erst am Samstag. Die Bild-Zeitung war am Donnerstag da. Dann hat der Ingo über den Freitag den Artikel geschrieben und irgendwie war der dann halt Samstagmorgen in der nationalen Ausgabe. Titelseite, ne? Obere Seite, Titelseite, ja. Das schafft ja gerade mal irgendwie einen Flugzeugabsturz oder so, ne? Wahnsinn. Ne, und dadurch ist es dann halt tatsächlich dann auch irgendwie, das ist letztendlich in 162 Ländern der Welt in der Zeitung gelandet. Mhm. Von Amerika bis Russland war das im Fernsehen und damit hätte ich nicht gerechnet. Na krass. Also ich habe gedacht, so ja, hier in Deutschland und vielleicht in Spanien und in England, aber ich habe nicht gedacht, dass die ganze Welt sich für Boris Becker interessiert. Und der Boris Becker selbst hat ja gelacht, weil es ja nicht mehr seine Finca war. Er hat sich letztendlich über Twitter geäußert einmal dazu und ich glaube, danach hatte der sowieso wieder andere. Der war ja 3 Tage später, war der ja schon wieder auf der Bild-Titelseite mit Frau Schluss und so. Genau. Ach so. Der arme Kerl. Der war wahrscheinlich ganz froh, dass du mal ein bisschen Druck rausgenommen hast von der Medien, also damit da auch was anderes gesprochen ist. Ich weiß es nicht. Ich konnte noch nicht mit ihm reden. Ja. Ich weiß nicht, was er wirklich... Aber jetzt im Nachhinein, hat das was gebracht für deine The World Becomes One, für dein Event? Es hat auf jeden Fall entsprechend Publicity gebracht. Mhm. Das Lustige ist, dass halt mittlerweile einfach sehr, sehr viele Leute das Logo schon gesehen haben, ohne wirklich was damit anfangen zu können. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das ist auch nicht verkehrt. Sowas nennt man in der Werbebranche einen Teaser. Mhm. Da machst du Werbung, zeigst das Logo oder was auch immer, aber das Produkt nicht. Absolut Mallorca. Warum bist du, wie hat das dann geendet? Warum bist du dann raus aus der Finca? Wann bist du raus? Wie viele Tage? Genau, später? Wie viele Tage? Ich bin insgesamt 2 Wochen, 8 Wochen war ich da. Ja. 2 Monate. So, ne? Ungefähr. Also exakt 8 Wochen, ungefähr 2 Monate.
Und ich bin da weggegangen, weil ich gemerkt habe, dass das Zweite, das Erste war halt wirklich das, was wir sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich zu zeigen, was passiert, wenn man einfach mal macht. Und mit erfolgreich meine ich, das ist dann in 162 Ländern der Welt in der Presse gelandet. Mhm. Ja, das ist für mich definitiv eine Form von Erfolg, wenn ich etwas als Öffentlichkeitsarbeit mache, dass das dann so abgeht. Absolut. Ne? So, das sekundäre Projekt war, da einen schönen Ort, ein Begegnungszentrum, so nach dem Vorbild Vicente aus den Prophezeiungen von Celestine, was vielen Leuten halt eben auch so ein Traumort ist, und das halt zu machen. Aber da habe ich halt irgendwie die falschen Leute für angezogen, die wollten dann da halt was anderes machen und brauchten mich halt auch nicht mehr dafür. Und was wollten die machen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls nicht das, was ich da machen wollte, weil da hat dann keiner mitgemacht. So, okay, ne? Ihr habt euch quasi zerstritten, kann man sagen. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich geweigert, mich zu streiten. Ich habe halt nur irgendwie nach 4 Wochen meine Zeichen gesehen, dass Zeit ist zu gehen. Meine erste Aufgabe hatte ich erfolgreich erledigt. Meine zweite war nicht so wichtig für mich. Mhm. Jedenfalls nicht wichtiger als meine Ruhe. Mhm. Und... Und jetzt gerade momentan, was passiert dort? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, dass jetzt letztendlich sind wohl nur noch 2 Leute plus Pino da. Pino hat sich unten irgendwo eingenistet und sorgt weiterhin dafür, dass man da halt gar nichts machen kann. Pino ist ein Typ. Pino ist der Typ, der mir den Tipp, der vorher wusste, wo die ist. Ah, okay, alles klar. Das war der dann hinterher auch irgendwie... dann da alles kaputt gemacht hat, weil er gedacht hat, wir hätten ihn hintergangen und sich einfach nicht vom Gegenteil überzeugen lassen wollte. Wir haben ihn nicht hintergangen. Es hat ihm irgendjemand gesagt, bei uns jetzt schon wahnsinnig fette Einkünfte durch Medien gegeben, und das stimmte überhaupt nicht. Du hast kein Geld bekommen. Ich habe ein bisschen Geld bekommen, aber das ist alles in das Projekt geflossen. Mhm. So, und ins Projekt geflossen bedeutet in dem Fall tatsächlich auch, dass ich mir davon einen neuen Computer gekauft habe, weil mein alter kaputt war. Mhm. Und ich letztendlich, also das, ich wollte halt eben einfach nicht schutzlos dastehen und meine eigene Berichterstattung auch noch machen können, wenn auf einmal alle Medien anfangen, über mich zu erzählen. Das Problem ist, dass der Computer viel zu spät kam, ich mit meinem Handy alles machen musste, und letztendlich noch bevor ich den Computer überhaupt hatte, der Pino dann halt eben schon quergeschlagen hat und angefangen hat, das Ding zu boykottieren, keine Leute mehr da oben reingelassen haben, dann ging das alles nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, was soll ich noch hier? Warum ich gegangen bin. In solchen Momenten passiert ja öfter so eine Ego-Geschichte, dass der Jesusbruder Bauchi war in der Zeitung auf der Titelseite, du hast die Finca besetzt und die anderen wurden nicht erwähnt. Glaubst du, dass da ein bisschen Ego-Geschichten... Also zum einen habe ich die ganze Zeit dafür gesorgt, dass alle anderen möglichst auch erwähnt werden. Aber die Presse macht natürlich ihr eigenes Ding. Ja, natürlich. Aber er ist einer gewesen, der halt vorher gesagt hat, ich will mit der Presse da, ich will nichts zu tun haben, ich will da nicht rein. Weswegen ich aus Quellenschutz den José erfunden habe, der mir das Ganze zugeschustert hat. Und auch erstmal, nee, eben nicht, der Pino ist der Rosé im Prinzip, okay. So, okay. Ne? Okay. Und wo ich dann halt gesagt habe, ist kein Thema, da schieben wir den Rosé vor, ich krieg das anders verpackt und dann machen wir das so, dass du da rausbleiben kannst. Mhm. Und das hat er dann hinterher tatsächlich allen Ernstes gegen mich verwendet und hat vor der Presse sich dann hingestellt, ich bin der Pino, ich bin der Rosé und der Bauch ist ein Lügner. Wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich mit was für Leuten ich hier zu tun habe und was ich mit denen machen kann und was nicht. Und die meisten Sachen, die mich interessieren, kann ich mit solchen Leuten mal einfach nicht machen, weil die darauf basieren, dass das im Miteinander passiert und nicht, indem da sich Teammitglieder gegenseitig in den Rücken fallen. Das ist ja das, ihr wollt eine neue Welt erschaffen und nicht mal zwischen 3 Leuten könnt ihr euch vertragen. Das kann doch nicht funktionieren. Also ich habe da kein Problem mit gehabt. Wie gesagt, ich bin da nicht hin, um da zu bleiben. Ne? Ich bin da hin, um zu zeigen, was passiert, wenn man. Und das ist halt im Moment einfach wieder so wahnsinnig aktuell. Und ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass das immer noch besteht. Wir haben immer mehr, vor allen Dingen auf Mallorca, immer mehr Leute gerade, die auf der Straße landen. Ich kenne persönlich gerade Leute, die, wenn sie Pech haben, ab Januar auf der Straße sitzen. Warum?
weil die Mieten alle angehoben werden, ja, und kein Schwein mehr die Mieten zahlen kann, ja, dann stehen hier wahnsinnig viele, eine Freundin von mir, ich kriege das gerade jeden Tag mit, was für ein Frust die sich auf der Arbeitsstelle in einem Immobilienbüro jeden Tag auflädt, weil sie nichts verkauft bekommen, weil die Preise einfach jenseits, also die haben hier Preisvorstellungen, ich meine, wir reden hier von Immobilien auf Mallorca, für jeden deutschen Handwerker ist das eigentlich Schund. Ne, das ist alles nass, das schimmelt immer, die scheinen irgendwie nur für den Sommer gebaut zu sein und sonst was. Und dann stelle ich mir die Frage, wo das herkommt, dass die Leute meinen, dass ihre Häuser so wahnsinnig viel wert seien. Hm. Vor allen Dingen, wenn die dann keiner bezahlen kann. Ja. Und dann checken die das nicht, und dass bezahlen? Auf die Weise genau dasselbe passiert, ja, wie mit der Bäckerfinker. Der wollte auch einfach zu viel Geld dafür. Keiner wollte es bezahlen, ja, und dann ist das Ding verfallen. Ja. So, und das passiert gerade immer mit immer mehr Immobilien. Und ich rate nochmal dazu an, drüber nachzudenken, ob man da nicht eventuell zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen offiziellen IHR-Auftrag. Die Finker, auf die gerade ich aufpasse, den Auftrag habe ich im Prinzip im Januar schon bekommen. Seit gestern ist es dann jetzt soweit, dass ich den auch, ne, ich habe aber dazu gesagt. Ja, und jetzt bin ich als IHR halt eben ganz offiziell im Auftrag von der Besitzerin respektive der Mieterin dieser Finca gefragt, Haussitter zu sein. Ja, so. Und das wäre dann quasi eine tolle Idee gewesen, wenn man sagt, jetzt auf der Bäckerfinca, Platz gibt es da ja genug, dass man da andere Leute mit reinnimmt, ja, die eben nichts finden. Und richtig, damit die nicht das auf der Straße. War so, also, ne, meine Idee war da halt eben erstmal die Finca wieder zu beleben und dann aber auch das Grundstück zu nutzen, sprich da irgendwie Juchten hinzubauen, mhm, und sowas. Nach Möglichkeit halt alles, was machbar ist, ohne Baugenehmigung, ohne dass man da irgendwas illegal nennen kann. Kann man ja tricksen, kann man rausgucken, kann man ja ausprobieren und sowas alles. Dann findet man das raus, statt direkt zu sagen, nee, geht nicht. Und ja, demnach ist da halt eben nichts von dem passiert, was eigentlich hätte passieren müssen. Geschweige denn von dem, was hätte passieren können. Wir, mhm, hätten, ne, ich war dabei, die ersten Leute zu Konzerten einzuladen. Ich rede von Leuten, ich rede von Captain Peng, ich rede von Nina Hagen, ich rede von... Kennst du Nina Hagen? Ja, oh, also die kenne ich wirklich auch, also die habe ich auch wirklich schon persönlich getroffen, aha, ne, weil, aha, die halt wirklich auch anders ist als die anderen. Das stimmt. die bleibt ja tatsächlich sogar noch zugänglich. Mhm. So, ne? Und für mich das, ach, das Schöne bei Nina Hagen war, als ich ihr vorgestellt wurde, guckte die denjenigen, ich weiß, wer der Bauch hier ist. Das fand ich toll. Das war für mich eine wahnsinnige Bereicherung oder eine ne, da fühlte sich der sie kannte mich, ja, aber sie kannte mich halt vor allen Dingen als Weltfriedensinstallateur. Ich bin ihr nicht irgendwie aufgefallen, sondern in dieser Rolle, in dieser Funktion. Und das nicht war für mich eine Bestätigung. Nicht durch die Bäckerfinker. Doch. Nee. Ach, nein? Die Bäckerfinker war dieses Jahr. Nina Hagen habe ich 2011 getroffen oder so. Also. Oh, wow. Ja. Intergalaktisch. Die Frau ist auch nicht von diesem Planeten. Das stimmt. Und die passt gut zu dir. Also die hat ja auch mit Aliens. Also ich würde jetzt nicht unbedingt heiraten wollen, aber... die ist ein bisschen älter. Ja. Ich habe von Nina Hagen auch einfach sehr viel gelernt über... wie so kontrovers zu sein. Wo hast du und sie auch denn dann klar zu auf einem Benefizkonzert in Berlin, der Soltan hatte mit seiner Wärmenothilfe einen Garten, wie heißt das, eine Charity Garden gemacht. Und da ist Nina auch aufgetreten. Und ich hab da die Weltfriedenserklärung halt vorgelesen. Und so standen wir dann irgendwann halt zusammen auf der Bühne. Absolut Mallorca. Mal kurz zwischendrin mal eine Sache sagen. Diese Woche, Markus, in allen Medien, was passiert diese Woche? Frankreich, Generalstreik, Belgien macht mit, Italien macht mit, Deutschland macht nicht mit. Sondern einfach nur, das wird uns. Auf unserem kleinen Eiland ist aber was ganz anderes passiert, was, glaube ich, der Frank meint. Sorry. Ja, der meint den Todesfall eines berühmten. Aber das war nicht am Montag. Das war am Samstag schon. Genau. Diese Woche aber. Ja, diese Woche, ganz aktuell. Also richtig, wirklich... Ja. Ja, ich habe ihn persönlich, du hast... Nein, ich habe ihn auch nicht. Ja, ich war nur kurz in E-Mail-Kontakt mit ihm, aber grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich immer dramatisch. Fünf Kinder hat er. Fünf Kinder und Kinder. Viel zu jung, das ist mal eins, was sicher ist. Und
soll ja ein verrückter Kerl gewesen sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber irgendwie auch das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, das war ein verrückter Kerl. Und, ich glaube, das war der Grund, warum ich ausgerechnet ihn, er war definitiv einer von denen, die ich ganz dringend kennenlernen wollte, mit denen ich gerne mal einen Abend auf dem, ich hab für ihn ein Bild gemalt, also für Dani und für die Fenneteria halt. Ach, das an der Wand? Nee, an der Wand? Nee, das war, glaube ich, die Firma von Charlie auch irgendwie. Das ist ja. Nein, ich habe ein Bild gemalt, das dann ausgedruckt und dahin. Also ah, okay. Bayern ja. Halt. Ja, ja. Aber du hast ihn ein bisschen gekannt. Ja, aber wirklich nur ein bisschen. Mhm. Aber halt eben ihn. Mhm. Und nicht den Jens Büchner, den alle aus dem Fernsehen kennen. Weil ja. Die kenne ich nämlich gar nicht. Ich habe die Sendung halt nie gesehen. Ich auch nicht. Aber ich merke jetzt wirklich, wird viel gehatet, ne? Es ist, die Leute verstehen irgendwie nicht, dass hinter jeder Medienperson auch ein Mensch steht und eine Familie. Mhm. Guck mal, der Bauchi war auch in den Medien, ist auch ein Mensch. Guckt euch nach euch an. Wir sind alle Menschen. Ja, da gibt's, ich habe ja auch meine Trolle, ne? Ist ja auch, also ich meine, ich weiß halt, wie ich mir die vom Hals halte und nicht allzu sehr. Ja gut, aber der Jens kann sie jetzt nicht mehr wehren, ne? Und das ist halt echt schade. Aber letztlich ist es, glaube ich, für den Jens auch egal, ist es eben. Richtig, ich denke halt vor allen Dingen gerade die ganze Zeit an Dani und die Kinder und die. Ich will gar nicht sagen, die tun mir leid, weil das ist, die tun mir nicht leid. Ich empfinde Mitgefühl für die, weil ich würde gerade nicht in ihrer Situation stecken. Ja. So, aber und glaube, da finde ich halt eben, da könnten, was habt ihr Hater von diesem Scheiß? Ich gucke jetzt mal gerade in die Kamera für den Fall, dass es einer mitbekommt. Mhm. Was habt ihr davon? Was soll dieses ganze Gehate? Ist euch nicht bewusst, dass ihr mit jedem Satz, den ihr im Internet sagt, mehr über euch selber preisgebt, als irgendetwas über die Person, über die ihr redet. Ja. Das ist Blödsinn. Ihr zeigt allen einfach nur, was für Arschgeigen ihr seid. Sonst gar nichts. Hört auf damit. Ihr macht euch lächerlich. Das stimmt. Ja, und wer hat's nötig, sich über einen Toten zu... Da, ich fass es nicht. Ja, was ist denn keine, da gibt's keine. Menschen sind komische Leute. Ja, ja. Aber das ist halt wirklich im Internet... Wenn die dann vor der Person stehen würden, vor der Familie oder so, die würden den Mund natürlich nicht aufmachen. Natürlich nicht, weil die das alle, genau, das sind Heckenschützen. Genau. Die meisten haben nicht mal ihr Gesicht im Profilbild. Mhm. Ne, und dann sind das wirklich so Heckenschützen. Ich kenne das ja selber. Ne, die hässlichsten sind, Alter, ja, mittlerweile gar nicht mehr so, weil ich es, also, ja, werde ich gehatet, klar, natürlich, nur kriege ich nicht mehr Fehler von mit. Das weil Internet ist brutal. Ich weiß, wie man den Blockierbot nutzt. Ne? Das ist aber das Beste, wenn man einfach weg, gar nicht drauf eingehen. Ja, danke für deine Meinung, tschüss. Genau. Ja. So, und ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Und die können sich ja manchmal dafür ausgaben mit ihren Diskussionen und Pipapo und tralala. Das ist so krank und kaputt. Bei denen sieht es selber aber innen drin ganz schlimm aus wahrscheinlich. Also wenn man das nötig hat. Da hat jetzt eine 5 Kinder, haben ihren Vater verloren, da kann man auch mal die Schnauze halten, finde ich mal. Ja, vor allen Dingen, weil der Jens halt eben im Moment überhaupt nichts mehr davon mitbekommt, sondern es alles die Hinterbliebenen abbekommen. Das heißt, die ganze Negativenergie kommt jetzt in geballter Lage. Andererseits muss ich sagen, finde ich auch erstaunlich viel Positives, was jetzt über ihn geschrieben wird und gemacht wird und getan wird. Der Spiegel hat sogar einen Nachruf gemacht. Also insofern kommt ihm ja noch eine Ehre zuteil. Ich meine, er ist ja jetzt kein Star im klassischen Sinne, sondern er hat halt, er ist Auswanderer und ist mit der Kamera begleitet worden. Ja, hurra. Und dadurch hat er eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ja. Und durch die eine oder andere Geschichte ist er dann noch ein bisschen berühmter geworden. So, also ein Promi ist er auf jeden Fall. Ja, dadurch ist er natürlich zum gewissen... Sonst würde er ja gerade gar nicht so genau viel überreden. Aber im Grunde ist es ja jetzt nicht so ein klassischer Prominente, sage ich jetzt mal. Und insofern ist es ja schön, dass er diese Aufmerksamkeit... Ja. Wirklich so einer, der durch solche Sendungen, also es gibt halt diese modernen Prominenten, die eigentlich überhaupt gar nicht durch irgendetwas, was sie können, oder so, früher bist du prominent geworden, weil du Künstler warst und irgendwie selber in der Lage warst, Lieder zu schreiben oder sonst irgendwas. Heute wirst du einfach durch eine Reality-TV-Show. Das ist für mich kein Star, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich prominent. Mhm. Prominent. Ein Star ist für mich definitiv auch noch was anderes. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Sache. Würde dich das mal reizen, so was der Jens dann gemacht hat, dann plötzlich dann auch Musik zu machen und jetzt irgendwo aufzutreten? Jetzt angenommen, hier, wo er aufgetreten ist, im Stadl oder so. Oder deinem eigenen Woodstock nachher?
Ja, das sowieso. Daran arbeite ich auf jeden Fall. Ne? Du hast ja Radiohead, werde ich natürlich auch auf der Bühne stehen. Ja, ich habe, also, ja, wie gesagt, also ich mach immer schon Musik. Ja, aber jetzt so. Ich bin halt Musiker. Ja, aber du weißt, was ich meine. Jetzt, also ich. Weißt du? Ballermann. Deine Bildzeitung, Bildzeitung Bekanntheit dahin auszunutzen. Ich meine, Bildzeitung ist ja nun schon auch Ballermann-Niveau. Ja, aber ich muss ja nicht, also ich habe das ja jetzt nicht alles für die Bildzeitung gemacht. Ich weiß. Aber du, war jetzt provokativ gefragt. Du könntest jetzt aber die Chance nutzen. Du bist ein Bildleser bekannt, die Bildleser. Es gibt natürlich in dem Megapark und so gibt es natürlich bestimmte Verknüpfungen. Das weißt du selber. Der Ingo ist da ja auch immer dabei. Wenn du da auftreten würdest, mit Sicherheit wäre das, tätest du dein Publikum und könntest für deine Sache Werbung machen. Also ich müsste, um dazu überhaupt irgendwann mal was zu sagen, mir den Megapark erstmal angucken. Ich bin einmal im Bierkönig gewesen und danke, ne? Nette Erinnerung. Und dann habe ich da halt letztendlich mir auch gedacht, so also Megapark, das ist jetzt nicht unbedingt so die Location, wo dann ein Singer-Songwriter mit der Gitarre auf die Bühne setzt. Da müsstest du ja was anderes machen, ne? Das ist klar. Aber ist ja nicht so, als könnte ich nicht auch anders. Ich habe keine Lust, was zu machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Also wenn, dann muss ich dahinter stehen. Und wenn ich dahinter stehe, dann singe ich da drauf einen Ballermann. Hm. Das ist mega. Intergalaktisch muss es halt sein. Ja. Genau. Du hast eine Version gemacht von Radiohead? Fand ich ganz spannend, weil es wirklich bauchimäßig ist. Also was ganz, ja, also finde ich ganz gut. Absolut Mallorca. Der Insel-Podcast. Wenn ich dich jetzt irgendwo auf der Straße treffen würde oder auf deinem Boot, gibt es da zwei, drei, vier Menschen, die mit denen du in einer Art partnerschaftlichen Beziehung zusammenlebst, in denen du sagen würdest, guck, das ist meine Freundin, die ist jenes, die ist auch meine Freundin, die liebe ich, die, mit der habe ich Sex, was auch immer. Das ist mein Hund. Mit dem kuschele ich auch. Mein Hund ist seit 11 Jahren bei mir. Das hat bis jetzt noch kein Mensch geschafft, mich so lange zu begleiten, was aber auch bei meinem Weg gar nicht dazugehört. Mein Weg hat sehr viel. Ich glaube, der Markus redet über das Sexuelle. Du wirst ja wohl keinen Sex haben mit deinem Hund. Nein, habe ich ja gerade gesagt. Ich kuschel mit meinem Hund. Kuscheln und Sex, das kann man auch verbinden. Aber dass man das nicht falsch versteht. Nein, ich habe keinen Sex. Ey, der ist so groß, Alter. Ich will da gar nicht mal ran denken. Da passt nichts rein. Oh Mann. Also, dann... aber tief wäre das nicht. Die Bilder kriege ich überhaupt nicht vom Kopf. Nee, ich auch nicht. Nein. Bauchi liebt alle Menschen. Aber jetzt würde ich gerne mal... Also, du hast gesagt, du hast die Bäckerfinger-Geschichte war, um Promo zu machen für... deine Sache. Erzähl mal, wenn du es kannst, für die Hörer ganz kurz angerissen, was ist deine Sache? Was ist das, was dahinter steht? Weltfrieden machen. Ja. Das ist erstmal salopp etwas ausgedrückt, aber ich habe mich nur mal einfach die letzten 15 Jahre einfach sehr viel damit beschäftigt, auch mit den Möglichkeiten, eine friedliche Welt zu schaffen. Und ich weiß nicht nur, dass das geht, sondern ich weiß auch, wie. Und ich bin aber weit, ja, ich habe das alles in 2020 zusammengepackt. Wenn ich das jetzt anfange zu erzählen, wird das wieder den Rahmen sprengen. Aber wenn das interessiert, das Buch habe ich vorgelesen, kann man auf YouTube sich anhören. Das war mein großer Coup. Ich habe was gemacht, wovon man mir 14 Jahre lang stur immer weiter weismachen wollte, dass das unmöglich sei. Was? Ich habe das Thema Weltfrieden ins Fernsehen gebracht. Durch die Bäckerfinker. Durch die Bäckerfinker. Und zwar so, dass das verknüpft mit dem IHR, das nämlich auch in 162 Ländern der Welt in der Zeitung abgedruckt wurde, als mein kleiner persönlicher Gag. IHR? Genau. Ja, was? Das ist das Intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando. Okay, aber das ist was? Das ist die Organisation, die wir sind, statt Hausbesetzer zu sein. Und warum intergalaktisch? Äh,
weil wir das nicht nur auf der Erde so machen würden. Wir würden das überall so machen. Egal wo im Universum, da wo wir hinkommen, sind wir damit beschäftigt, den Platz um uns rum zu was Schönerem zu machen. Also ihr seid keine Echsenmenschen, wenn ihr intergalaktisch seid. Keine Ahnung, ich weiß, also ich weiß, dass ich Sachen mit meinem Körper machen kann, die anderen Leuten gruselig sind. Vor allen Dingen passiert mir das teilweise. Das heißt? Aber sie sind zum Beispiel, dass sich meine Augenfarbe verändert. Dass ich zwischendurch braune Augen habe und ich habe eigentlich blaue Augen. Okay. Als ich angefangen habe, mich mit meinen selbstheilenden Kräften zu beschäftigen und merkte, dass ich eigentlich nie wieder ein Arzt war, erst recht keine Krankenversicherung für ein paar hundert Euro im Monat, weg. Du hast selbstheilende Kräfte? Ja, jeder von uns. Hast du dich mal jemals in den Finger geschnitten und hast dann nicht angefangen? Ach so, das hier, zu verheilen? Ja, das mal mit Knochenbruch, alles genauso. Dein Körper kann deine DNA auslesen. Er weiß ganz genau, wie da was wieder so wie verbunden wird, dass wenn man das in Ruhe lässt, dann passiert das auch. Gut, es gibt Sachen natürlich nicht. Wenn ich dir jetzt den Fuß abschneide, der wächst dann nicht mehr nach. Es gibt wissenschaftliche Studien über Leute, wo das sehr wohl passiert ist. Wusstest du, dass wenn man Kindern Extremitäten amputiert, dass sie nachwachsen, wie bei den Eidechsen? Ach Quatsch. Ich habe das selber. Hör mal auf. Ich habe es selber letztes Jahr von einer Freundin, deren Stieftochter jetzt quasi auch ein amputiertes Bein hat. Die muss jedes Jahr dahin, um den Knochen wieder gekürzt zu bekommen, weil das weiter wächst. Nein, weil der wuchert nicht. Der wuchert gar nichts. Das wird dann als Wucherung. Aber dein Körper, guck mal, wieder immer wieder verhalten. Das heißt, Leute, die das heißt, wenn ich jetzt die Hand abschlage nächstes Jahr oder in 2, 5 Jahren. Recherchiere einfach mal selber. Wo, auf YouTube? Nein, nicht auf YouTube. Nein, ich sage recherchiere. Das gehört zum Beispiel auch dazu, dass man die Leute selber anschreibt und solche Sachen und Leute kennenlernt und aus eigener Erfahrung dann auf einmal selber Sachen sagen kann. Also ich habe, siehst du, meinen Füßen, siehst du nicht an, dass die Verbrennungen dritten Grades hatten. An dem noch ein bisschen, an dem gar nicht mehr. Was hast du denn gemacht? Ich habe sie einfach heilen lassen. Nee, aber warum hast du Verbrennungen? Weil ich ein Feuer löschen wollte im Garten, das da spontan angegangen ist. Und ich mir dann da auch noch von dem Benzin, was da durch die Gegend flog, was über die Füße bekommen habe und ins Feuer geraten bin beim Löschen und dann auf einmal auf dem Rücken lag und die Füße über mir, die brannten wie Fackeln. Ich so, fuck. Hab die dann wieder ausbekommen und das Feuer auch. Und in der Nacht hatten meine Füße weh. Absolut Mallorca. Das heißt, spielt für mich aber auch keine Rolle, weil... Glaubst du an Außerirdische oder was? Oder warum intergalaktisch? Ich empfinde mich selber als Außerirdischen. Mhm. Bloß weil ich in dieser Inkarnation mich auf der Erde habe inkarnieren lassen, empfinde ich mich als Bewusstsein. Meiner Meinung nach kommen wir nicht von der Erde. Meiner Meinung nach sind wir Bewusstsein, dass sich dieser Matrix bedient, indem eine Gruppe von Spielern gerade definiert, dass wir hier auf der Erde sind, um hier diese Sachen durchzuspielen. Das heißt, wir leben in der Matrix. Genau. Aber nicht als irgendwie Menschen, die von Maschinen irgendwie ausgebeutet werden, sondern als Seele, die Bewusstsein, nenn das wie du willst, aber dieses... Na, das Leben das halt. Das ja, da gibt es so viele Worte vor. Ich scheue mich mittlerweile, das Wort Gott in den Mund zu nehmen, weil es so abgedroschen ist. Aber du bist im Grunde eine Art gläubiger Mensch an irgendeine überirdische Kraft. An die Matrix. Ja. Mhm. So, und für mich sind halt so Sachen wie zum Beispiel Inkarnationstheorie ist für mich keine Theorie mehr. Ich kann mich an etliche meiner Tode erinnern. Zum Beispiel? Gewaltsame vor allen Dingen. Ich kann mich aus Phasen, wo ich... Wie oft bin schon getötet worden? Das kann ich nicht sagen. Aber erzähl mal einen davon. Ich kann mich zum Beispiel an 5 gewaltsame Tode erinnern, die einen schnellen Tod zur Folge hatten. Das war einmal eine Kugel im Kopf, das war einmal ein Pfeil im Rücken, eine Axt in der Brust, ein Messer im Bauch. Das waren kurze, schnelle Tode und die kamen wie Visionen in
in dieser agonischen Phase, die ich vor 15 Jahren so mit 30 mal hatte. Was ist eine agonische Phase? Na, das Gegenteil von ekstatisch. Agonie ist das Gegenteil von Ekstase. Das ist Leben, nicht lebensmüde, es ist Todessehnsucht. Das ist nicht nur, ich würde mich gerne umbringen, sondern kann ich nicht einfach nicht existieren und nie existiert haben. Du warst keiner vermisst mich, alles ist wunderbar, Hauptsache ich bin weg und muss diesen Scheiß hin und nun funktioniert die gar nicht. Du warst depressiv. Ja, schwerst depressiv. Ja. Und dann wurdest du behandelt? Dann habe ich mich in die Klapse einliefern lassen, weil ich wirklich irgendwie nicht mehr konnte. Und da bin ich dann 30 geworden und da habe ich dann echt angefangen nachzudenken. Medikamente? Ich war 8 Wochen stationär da, habe 6 Wochen Medikamentenaufnahme verweigert. Dann hab ich mich darauf eingelassen, dass ich da was nehme. Und nach 2 Wochen war absolut klar, dass mir das definitiv nicht hilft, dass mich das einfach nur total so macht. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, vergesst es und ich muss raus hier. Und hattest du eine Diagnose? Borderline, Burnout, schwere Depressionen, das kursierte dann da die ganze Zeit. Und wie kamst du da raus dann? Na, ich bin dann auch entlassen worden, also geheilt. Nicht geheilt, sondern mit der Vorgabe, beweg dich jetzt da erstmal 3 Monate wieder da in der Welt da draußen und dann kommst du nochmal für 3 Monate in die Tagesklinik. Aus der Tagesklinik haben sie mich dann aber nach 3 Wochen auch ja als geheilt, nicht unbedingt, aber die Therapeutin saß so vor mir und sagte, sie haben verstanden, was ihr Problem ist, oder? Weil sie das wirklich, sie hatte aufgrund dessen, was ich so sagte, hat sie sowieso dann zwischendurch große Augen gemacht und hat gesagt, sie haben verstanden, was ihr Problem ist. Und ich so, nee. Ich sag, ich habe verstanden, was die Lösung für mein Problem ist. Und ich sage, jetzt habe ich bin 30 gerade geworden. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun, als das umzusetzen. Und die Lösung ist, lebe mal dein Leben. Leb aus deinem Bauch raus, mach die Sachen, die du wirklich erleben möchtest. Mach nicht das, was du mir die ganze Zeit sagst. Das hast du jetzt seitdem gemacht. Und das trainiere ich seitdem so gut ich kann. Ja. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 44. Mhm, also 14 Jahre. Und das hat dann geholfen. Das hat sehr geholfen. Seitdem bin ich auf jeden Fall sehr weit weg von. Also ich habe mich zwischendurch immer wieder, also kurzfristig, dann auch in so ein Gefühl rein navigiert in der Folge. Das ist mir halt auch nochmal, dass ich so 2-3 Mal ist mir das dann nochmal passiert, dass ich mich in eine Situation manövriert habe, wo ich gesagt habe, jetzt geht's mir gerade genauso, wie es mir damals ging, bevor ich mich habe einliefern lassen. Das heißt, für dich die Lösung, damit du nicht wieder zurückfällst in was du da immer da diagnostiziert wurde, ist, dass du frei von Grenzen, frei von Beschränkungen lebst. Dass ich mich einfach nach Möglichkeit dahin bewege, wo ich so leben kann, wie ich das möchte. Ja. Rahmenbedingungen gibt es immer. Schon alleine durch meinen eigenen Kopf. Komme auch nicht drum rum. Du möchtest aber, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, sagen, frei sein, absolut frei. Da wohnen, wo es gerade passt, ein bisschen was zu essen haben, ein bisschen was zu trinken haben, Schlafplatz und den Weltfrieden erretten sozusagen. Das ist deine Mission. Nö. Absolut Mallorca. Genau, Bob, dann gib mir mal eine Anleitung. Wie mache ich das? Denn wir wollen ja alle Frieden. Genau, wir wollen ja alle Frieden. Konzentrier dich vor allen Dingen nicht auf die anderen, sondern auf dich. Gut, Punkt 1. Das ist das Allererste, was die schwerste Hürde, weil die meisten Leute mir immer sofort kommen mit, ja, aber die anderen. Und ich war so, ist egal, scheiß auf so. Solange wir da gerade noch drüber reden, lässt du dich von den anderen davon abhalten. Geh in die Eigenverantwortung, pack dir an die eigene Nase. Okay. Lebe das so gut und mach ein Hobby draus. Das macht Spaß. Man wird da immer besser drin. Ja, im freundlicher sein. Also noch mal ganz kurz, konzentriere mich auf mich selber. Konzentriere dich auf dich selber, konzentriere dich auf deine Talente. Auf was meine Talente. Macht dir Spaß?
Spaß. Okay. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du unweigerlich sehen, dass du dich dem mit Begeisterung widmen kannst und immer besser darin wirst. Mhm. Und da bist du da niemals irgendwie Mittelklasse, sondern da bist du vor allen Dingen für dein eigenes immer der Beste, der du gerade sein kannst. Mein Tipp dazu, auch passend zu dem, wovon wir gerade sprechen, empfinde dich ruhig grundsätzlich immer als Anfänger. Dann darfst du nämlich immer Fehler machen, aus denen du lernen kannst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann poppen diese Barrieren mal weg. Niemand muss perfekt sein. Erst recht nicht am Anfang. Okay. Ich bin in vielen Dingen Meister geworden, weil ich gelernt habe, etwas zu meistern. Genau. Ne? Okay, jetzt bin ich Anfänger, aber willens, das so zu tun, mich auf mich konzentrieren, auf meine Stärken. Und dann? Und dann lebt dein Leben. Du wirst feststellen, dass das schon mal einen immensen Unterschied macht. Und das ist jetzt nicht im Weltfrieden? Nein, da muss noch was kommen. Ja, ein bisschen Geduld wird man haben müssen. Mhm. Vor allen Dingen, bis man das dann sieht. Bis man merkt, ich resoniere jetzt wirklich mit Leuten. Du merkst dann auf einmal, dass du immer mehr Leute um dich rum hast, die das auch interessiert. Je mehr du darüber redest, desto mehr ziehst du Leute an, die das auch interessiert. Dann redest du noch mehr mit denen darüber. Irgendwann sitzt du mit denen zusammen und merkst, boah, wir haben es gerade, wir sind gerade mitten. Hast du gerade an irgendeinen Krieg gedacht? Nein, wir sitzen hier und ich kriege Gänsehaut, wenn ich an sowas denke, weil es einfach wunderschön ist. Aber Bauchi, ich sitze in einer Gruppe von 20 Personen. Wir reden über alles Mögliche. Du fragst 20 Personen, sagst, wollen wir Frieden? Alle werden hier schreien. Keiner wird sagen, ich will Krieg. Ja. Und wir haben trotzdem überall Kriege. Und dann muss man den Leuten sagen, wenn ihr es wirklich wollt, dann hört auf, das von anderen zu fordern. Wer fordert den Krieg? Ja, wer fordert Krieg? Krieg fordert keinen. Den fordern letztendlich oder fördern vor allen Dingen halt eben die da weiter oben in dieser Pyramide sind. Genau. Ne? Und solange wir den Gehorsam nicht verweigern, passiert auch ständig, was die sagen. Ja. Aber es passiert, was wir machen. Wir haben die Macht. Wir tun immer so, als hätten die Macht. Dabei gehorchen wir denen einfach nur. Es haben immer die Macht, die bestimmen, was unsere Hände machen, weil das ist, was geschieht. Aber dann müssten wir doch eigentlich... Wir hacken die ganzen Regeln. Dann müssten wir doch eigentlich jetzt zu denen da oben raufgehen und sagen, pass auf, jetzt hört mal auf mit Krieg machen. Das ist eine Forderung. Warum soll ich das mit... Ich bin ja in dem Moment, dann bin ich ja in denen schon wieder in einem Gegeneinander. Dann habe ich ja eine Erwartung an die. Die, wenn die der nicht nachkommen, sie zu einem Arschloch verwandeln können, in meinen Augen. Weil dann kommt das Prädikat da wieder... Am Ende bleibt es dabei, du bleibst alleine dafür verantwortlich. Wir sind alle dafür verantwortlich. Solange wir auf den Messias warten, der für uns die Welt wieder in Ordnung bringt, so läuft das Spiel nicht. Wir sind nicht hier, damit jemand uns retten kommt. Wir sind hier, um das Abenteuer selber zu erleben. Und ich sage, wir können uns retten. Es ist noch nicht mal ein Problem. Nur müssen wir dann halt einfach anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen. Und das ist für viele so ungewohnt, weil wir auch permanent von uns abgelenkt werden. Ja, ja, das ist schon klar. Deswegen, diese ganze jetzt könnte man aber bösartig sagen, viel zu viele Menschen beschäftigen sich nur mit sich selbst. Und dann sage ich ganz bösartig, du bist schon wieder mit den anderen beschäftigt. Was ist mit dir? So funktioniert das. Immer wieder auf sich selbst zurückbeziehen. Wenn ich irgendwas anderes über andere sage, so, und was mit mir? Da gibt es der Arjuna Adak hat ein richtig cool, das sind so kleine Spielchen, die man einfach in der Matrix spielen kann, um sie sich bewusster zu machen. Häng mal hinter jedes einzelne Urteil, was du über irgendjemand anders verhängst. Ein Just Like Me. Du wirst dich wundern, wie deine Wahrnehmung sich ändert. Wenn du sagst, das ist ein Arschloch, genauso wie ich. Die ist aber schön, genauso wie ich. Das ändert was in deinem Unterbewusstsein. Das ändert das Bild, das du siehst. Aber und jetzt die mal. Die Welt, so wie du die siehst, ist die nur für dich. Es wird niemand anderen geben, der sie exakt genau so sieht wie du. Weil jeder von uns seine eigenen Filter da setzt. Bauchi, was ich nicht verstehe, jetzt, du musst ja davon ausgehen, um die Welt zu verändern, müssen ja, wie du schon gesagt hast, viele dasselbe machen. Viele das in sich gehen, wie deine Methode, wie du sagst.
jetzt angenommen, ich mache das, ich denke jetzt wirklich nur noch in mich, in Ruhe in mir und urteile nicht, mache genau dasselbe. Der Markus macht das, meine Mutter macht das, mein Vater macht das, der schon jetzt auf die 80 zugeht. Alle machen das, ganz viele machen das. Aber ich verstehe nicht, warum sollte dann jetzt ein Politiker, ein Donald Trump oder so, darauf reagieren? Nicht der. Nicht der. Mich interessiert nicht, wie ein Donald Trump drauf reagiert. Aber das sind doch die Kriege machen. Das sind nicht die, die Kriege machen. Wer macht die Kriege? Das sind die Kriege befehlen. Die Kriege machen, sind die Befehle ausführen. Hm. Der Trump geht da nicht nach Afghanistan irgendwelche Leute abknallen. Die machen sich die Finger nicht schmutzig. Wir machen uns die Finger schmutzig. Und deswegen sollte man, das ist auch so, was kann man machen, um die Welt zu verändern? Sehr guter Anfang ist zu beobachten, was machen eigentlich meine Hände den ganzen Tag so? Hm. Und warum? Und mal nur beobachten, ohne zu sagen, ob das gut ist oder schlecht. Das Gefühl, das sich dann einstellt, ob das was Gutes ist oder eher was Schlechtes, auch nur beobachten, das spricht für sich. Da brauchst du gar nicht mehr zu urteilen. Du wirst automatisch anfangen, gewisse Sachen nicht mehr zu machen. Mhm. Bei manchen Sachen, wenn du das mal dir einfach bewusst machst, gehen deine Hände automatisch zurück. Absolut Mallorca. Wie sind jetzt so die weiteren Pläne, um an mehr Leute zu erreichen, mit als außer dem Podcast oder außer Bäcker Finca zu besitzen? Weiter Sachen machen, die in sich dann auch. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwas machen, was Aufmerksamkeit erregt, um drauf, so wie der Yuna Bomber oder der Zodiac Killer oder was weiß ich was, aber ich bin halt nicht so der Gewalttätige. Und wäre auch nicht gut für die Sache, denn nicht, jetzt, so macht man sich ja keine jetzt, Freunde. Die Springer-Redaktion in die Luft jagen oder so, das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Also habe ich mir gedacht, wir machen ein Friedensfestival auf Mallorca. The World Becomes One, da gibt es auch schon eine Webseite für theworldbecomes.one. Und da geht es im Prinzip, also eigentlich sind wir da mittendrin. Es findet statt, wo man es wahrnimmt und es macht. Wir haben halt einfach, wir haben gesagt, über die ganze Insel das ganze Jahr. So, und wir haben das dieses Jahr schon gemacht, also wie gesagt, auf der Bäckerfinger haben wir auch schon ziemlich viel TWBO gemacht, nur es ist von den Medien einfach nicht übernommen worden. Die mussten da die Hippie-Guru-Nummer da irgendwie, das war für die interessanter. Mhm. Aber das ist mir egal, der Hippie-Guru ist jetzt, wir sitzen ja gerade hier und reden drüber und es geht weiter. Aber das ist halt, ich bin jetzt überall dabei, das Logo zu verteilen, habe da haufenweise Aufkleber geschickt bekommen von Leuten, die da auch quasi dann mitmachen und dabei sind. Und wenn wir es jetzt schaffen, und jetzt komme ich halt gerade so, ich komme jetzt gerade mal irgendwie, bekomme Zugang zu Kreisen mit etwas mehr Reichweite. Mhm. Ja. Kannst du mal so ein Beispiel für mich da ausspringen? Kreise mit mehr Reichweite. Absolut Mallorca Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Wie konnte ich diese Frage nur stellen? Logisch. Verstehst du? Mhm. Also im Moment einfach jeder, der gerade irgendwie auf mich zukommt und irgendwie publizieren kann. Aber meinetwegen auch irgendwie Prominente oder sonst irgendwas. Ich habe vorgestern Abend oder nee, vorvorgestern Abend war ich bei Steve Young zum Abendessen eingeladen. Urgestein, der hatte letztens, der hatte 50-jähriges Bühnenjubiläum, 71 Jahre der Mann, aber fit wie ein Turnschuh und er hat eine Power und eine Energie, wo ich gesagt habe, cool, Mann. Und er war eigentlich, also meine Freunde, bei denen ich zu Besuch war, waren bei ihm eingeladen und die haben mich dann mitgenommen, weil ich gesagt, das passt wahrscheinlich. Ja, am Ende haben wir dann auch da mit der Gitarre gesessen und gesungen. Ja, und dann habe ich halt auch gesagt so, ja, das ist Friedensfestival, wir sind gerade mittendrin, jetzt gerade in deinem Wohnzimmer. Jetzt gerade sind wir es für meine Begriffe genau hier, weil für mich, ich bin einfach auf diesem Festival, ich stelle mir das einfach die ganze Zeit vor. Und dann stellst du dir keine 3 Wochen vor, dann hast du dich so daran gewöhnt, dass du Festivalstimmung in dir auch hast. Und dann gehst du ja so, und ne, das, wenn man das pushen möchte, dann sind so Gedanken wie, ey,
Das sind jetzt 50 Jahre ist das jetzt her, seit es Woodstock gegeben hat. Und seitdem hat es nichts Vergleichbares mehr gegeben, was auch wirklich für den Frieden stand. Was rausgehauen worden ist als ein Friedensfestival. Und die Welt hat es nötig. Gerade. Genau. So, und jetzt ist das 50 Jahre her, nächstes Jahr dann schon, wo ich mir denke, ja, worauf warten wir? Alle erzählen mir, oh, ich wäre so gern dabei gewesen. Oder Burning Man. Oh, ich wäre so gern mal dabei, aber die Tickets sind so teuer. Wieso machen wir das dann nicht hier umsonst? Mhm. Wir müssen das einfach nur machen. Ich saß da letztes, nee, Anfang diesen Jahres, und als ich das dann so angefangen habe und saß bei einem Freund und habe dann da halt eben Burning Man Video von 2017 geguckt und sehe da die ganzen Installationen da rumstehen und die coole Mucke und die ganzen bunten Vögel da und alle in, da hatte keiner Bock auf Stress. Mhm. Das siehst du den Leuten an. Ja, das zum einen. So. Und dann, ne, diesen Burning Man da abfackeln zu sehen, wo ich mir gedacht habe, Alter, der ist 25 Meter hoch, steht da mitten in der Wüste, da stehen, sitzen 100.000 Leute rum. Ich sehe einen 50 Meter hohen Mann mitten in der Bucht von Palma auf einem Floß stehen und abfackeln. Und zwar genau da, wo 2014 dieses riesen fette Kriegsschiff von der US-Marine für jeden auf dem Präsentierteller gelegen hat, um, ne, ja, ja. Landurlaub für 6.000 Mann war, während gerade in Israel es richtig anfängt zu kochen. Die standen da wirklich in Bereitschaftsstellung. Das war eine Demonstration von Krieg. Und wir können eine Demonstration von Frieden auf dieser Insel machen, wenn wir es einfach machen. Wir müssen einfach nur mitmachen. Wir müssen einfach alles, was wir machen, für den Frieden machen. Also Woodstock, das heißt, 2019 auf Mallorca. Lass es uns Bauchi machen. Bauchi vorneweg. Nicht mit Bauchi vorneweg. Ich würde gerne einfach ich selber sein, aber jeder kann da mitmachen. Lass uns wieder Legenden schaffen. Lass uns was machen, wo wir unseren Kindern sagen können, ey, wir waren dabei. Wir haben das selber gemacht. Also, wir sehen uns 2019 wieder. Gerne. Woodstock auf Mallorca. Gerne. Ich komme auch. Aber hallo. Und die Friedensbewegung. Wie? Hol's zu dir. Lass es in dir sein. Gut, ich das lasse ist es. Der Punkt. Gut, auf ich lasse Weise es in mich. Ist es dann ja. Überall da, wo du bist. Und wenn du es einfach bewusst mitmachst, dann infizierst du ja auch wieder Leute um dich rum. Genau. Wie gesagt, wir werden jetzt noch Frieden machen. So machen wir das. Und zwar ganz bewusst. Ja. Es war sehr spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang Wochenende. Ich glaube, du musst nochmal vorbeikommen. Ja, gerne. Ja. Und da gibt es auch sicherlich Neuigkeiten das nächste Mal. Genau, neues Buch. Ich werde mir das Buch natürlich jetzt mal reinziehen. Und dann erst recht noch ein paar Fragen. Ich sitze am zweiten und, davon. Also es gibt eine zweite Reise nach 2020. Es gibt eine zweite. Und da wird dann auch deutlicher, dass 2020 nicht unbedingt exakt jetzt das Jahr 2020 ist, sondern eher so dieses Phänomen, was sich um 2020 rum jetzt naja, nicht nur es gab, nicht eine, um es gab eine Agenda 2010, warum soll es auch nicht ein 2020 geben? Das auch. Die Vision ist schon verstanden. Genau. Herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Bauchi. Zu Gast. Das war uns eine Freude. So ja, ist es. Sehr gerne. Vielen Dank. Wieder. Wir hoffen, dass euch das gut gefallen hat. Die Webadresse haben wir gesagt. Und zieht euch das Buch rein, bestellt es euch, hört es euch an. Wenn ihr nicht genug von dem Mann bekommen könnt, dann habt ihr noch 4 Stunden. Und schreibt mir mal gerne euer Feedback. Ja. Das ist auf jeden Fall. So sieht's aus. Vielen Dank. Bis bald auf diesem Kanal. Tschüss. Tschüss.